der Spielerpräsentation von Goraschkov, der im Sommer von Paris Saint-Germain zum HC Erlangen wechseln wird. Ich begrüße unseren Gastgeber Christian Endisch, ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke und natürlich dich, Gorasch. Freuen wir uns sehr, dass du den Weg nach Mittelfranken gefunden hast. Die erste Frage geht wie immer an unseren Geschäftsführer René. Was bedeutet dieser Transfer für den Erlanger Handball, weil diese Geschichte jetzt ja nicht nur eine deutschlandweite Welle auslösen wird, sondern auch in Europa? Ja, wir sind natürlich extrem froh, diese Vermeldung heute verkünden zu können. Was es bedeutet, den nächsten Schritt für den HC Erlangen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir bei jedem Spielertransfer und natürlich auch bei der Torwartposition, die wir jetzt heute vorstellen, dass wir nicht irgendeine Lösung wollen, sondern die bestmögliche Lösung. Das war auf dem Torwartmarkt sehr, sehr schwierig. Wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, sehr, sehr viele Spieler angeschaut und am Ende aber zum Glück auch ein bisschen die Geduld bewahrt, um am Ende so einen Transfer möglich machen zu können. Ich denke, mit Goras haben wir wirklich die perfekte Lösung jetzt für den HC Erlangen gefunden. Er ist von seiner ganzen Art, von seiner Einstellung zum Handball, der Musterprofi, den man sich vorstellen kann. Er ist über Jahrzehnte lang im Geschäft auf extrem hohem Niveau, ist trotz seiner 39 Jahre unglaublich fit. Der Medizincheck gestern hat ergeben, dass er wahrscheinlich sogar fitter ist als manche seiner jüngeren Kollegen, die wir aktuell im Kader zum Teil haben. Er hat eine unfassbar professionelle Einstellung zum gesamten Handball und auch zum Leben als Handballspieler. Und ja, über seine sportliche Vita, glaube ich, muss man gar nicht mehr so viel sagen. Über viele Jahre Champions League, über viele Jahre auf allerhöchstem Niveau. Auch aktuell Paris Saint-Germain ist einer der, oder wenn nicht der größte Verein europaweit, auch wieder Anwärter auf die Champions League-Krone. Und auch dort mit hervorragenden Quoten in der französischen Liga ausgestattet. Silber bei Europameisterschaften und nationalen Titeln sprechen, glaube ich, eine eindeutige Sprache. Und ja, für uns ist es die perfekte Ergänzung zu Niklas Katsigiannis. Und dementsprechend werden wir nächstes Jahr sehr, sehr stark im Tor aufgestellt sein. Das war von Anfang an unser Ziel. Jeder weiß, wie wichtig die Torwartposition ist. Und dementsprechend wollten wir sie auch erstklassig besetzen. Das ist uns mit diesem Transfer gelungen. Und ja, ich bin sehr froh, einen so leidenschaftlichen, für den Handball denkenden und spielenden, aber auch sympathischen Charakter wie Gorast hier begrüßen zu können. Und wünsche ihm hier eine gute Zeit und freue mich schon auf die Zukunft hier beim HC Erlangen. Danke, René. Herr Endisch, der HC Erlangen ist jetzt zu einer Marke geworden, die weit über das Fränkische hinaus strahlt. Was bedeutet das denn für Hemmersbach, jetzt so einen Torhüter präsentieren zu dürfen? Ja, für uns passt es natürlich perfekt ins Konzept. Letztendlich, wir denken ja auch nicht nur regional und sind ja ein globales Unternehmen, begleiten den HC Erlangen seit vielen Jahren als Partner und sind natürlich froh und stolz, jetzt zwischen dem Pfosten einen so erfahrenen Weltklasse-Spieler zu haben und präsentieren zu können. Tolle Chance für uns auch. Dankeschön. Ich habe vorhin mit Goras abgesprochen, dass wir die erste Frage auf Deutsch versuchen. Warum hast du dich für den HC Erlangen entschieden? Guten Tag, liebe Journalisten. I understand what René speak, and I'm very glad to speak like that. I hope it's everything be okay. Like he say, I'm 40 years, but I still, I think I look good and I still feel good. And I think in my age, maybe somebody think that I must stop to play handball. But I think now it's been the last chance to try in Bundesliga. I play Champions League, I don't know, 10 years. But for me, it's very big pleasure to play in Bundesliga. And it's Erlangen sent me proposition, the contract, and it's everything perfect for me. They have a good atmosphere. They have a good feeling to the club be better and better. And yesterday I also speak with coach. Mm-hmm.
he's Sweden. I have also coached in Sweden in Paris, and I think it's been we have a good atmosphere. And for now, I have a good feeling. Okay. Zeit für eure Fragen. Bitte kurzes Handzeichen. Dann reicht der Kollege das Mikrofon. Wer möchte beginnen? Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Hallo. Is it true that the contact comes because of your friendship with Uroš? Bundalo? Excuse me. Is it true that the first contact to HC Erlangen comes over Uroš Bundalo? Yeah, I understand. first contact, I don't know. Uroš called me when it's been almost finished because my manager, Andrei Golic, speak with René, like this we start, and then Uroš called me. It's something serious in this for Erlangen, if I come or no. And I say in this moment I cannot say, but we are very close. And in a few days we signed the contract and it's been finished. Also wenn ich da kurz noch was dazu sagen darf, der Erstkontakt, weil darum ging es ja, kam über den Berater. Wir waren ja schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Torhüter für die Position und haben dort den ersten Kontakt auch hergestellt, nachdem sozusagen dann Uroš, die beiden kennen sich ja sehr gut, auch sehr viele positive Dinge über den HC Erlangen erzählt hat, was mich sehr freut, weil das ja auch zeigt, wie wohl sich die Spieler hier auch fühlen. Und wenn sie dann natürlich auch so viel Positives darüber erzählen, dass das dann am Ende auch mit ein Teil der Entscheidung ist, dann freut mich das natürlich sehr und spricht auch, denke ich mal, für die Art, wie wir mit unseren Spielern insgesamt einfach umgehen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. René, wie seid ihr überhaupt auf ihn aufmerksam geworden, beziehungsweise es ist ja doch im ersten Moment oder erscheint es nach außen hin gewagt, Erlangen, die sich gerade in der Bundesliga setteln, dann an führenden europäischen oder einen Spieler bei einem führenden europäischen Verein sich überhaupt dran zu wagen? Ja, also ganz am Anfang bei den ersten Transfers, ich meine, man muss einfach dieses Bild ablegen, was der HC Erlangen vielleicht über Jahre nach außen hatte, beziehungsweise muss ich an das neue Bild ein bisschen auch erstmal gewöhnen, dass wir nach außen eine so positive Wirkung haben, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, dass wir nicht mehr sagen müssen, wir sind der kleine HC Erlangen, der nicht in der Lage ist, auch mal einen größeren Transfer zu tätigen. Ich denke, auch die anderen Transfers, die wir bisher vollzogen haben, sprechen eine klare Sprache, wohin die Reise geht. Und zeigt einfach auch, welches Bild der HC Erlangen mittlerweile nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit schon genießt. Und das freut uns natürlich sehr. Und dementsprechend können wir auch nach außen auftreten, weil wir mit aktuell Platz 8 und auch was die Zuschauerzahlen und angeht, da einfach nicht mehr das Produkt sind, was wir vielleicht noch vor wenigen Jahren sind, sondern wir haben uns da in allen Bereichen weiterentwickelt. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass es auch auf sportlicher Ebene, was die Personalien angeht, genauso weitergeht. Hannes Ries, Handball-Robin. René, bin ich richtig unterrichtet, dass er am Freitag in der Halle war? Oder bin ich da falsch unterrichtet? Am Freitag? Nein. Ja, war nein, er nicht. Er ist gestern Morgen angekommen. Wir haben Medizincheck vollzogen. Ich habe ein bisschen die Stadt und Umgebung gezeigt. Wir hatten ein Gespräch mit dem Coach und ja, ich denke, wir konnten einen ganz guten Eindruck von Erlangen, Nürnberg und der Metropolregion vermitteln. Christoph Benisch. Are there some more players you know in the team? Except Uroš? Yes, I know Haas. I play against him. Okay, the players, they are more younger. Rommel, he play in Gummersbach. I think I play against him, Champions League. When he play again with Pungartnik, Roman. I don't know which season is this. I know Katsiganis, also the goalkeeper, because he's been the second goalkeeper in Kiel with Landin. And I know Horak, he play in Göppingen. We play EHF Cup, Copper Göppingen. And I'm a good friend also with him, but okay, he go. And I think 4 or 5 players. And what could be the goals next year for the HC Erlangen? What are your goals next year?
goals? The plan. What do you want to reach? I look for handball maybe a little different, but sometimes it's you have different match. Sometimes the goalkeeper have two saves and you win, and sometimes it's you have 15 and you lost. Né? But I think for me it's important to the team, like Katsiganis and me, have every game 13 to 15 saves to help the team to be a little, because I think now in when the handball play very fast, you have a lot of shots. I think it's good to the defense have goalkeeper who have between 12 and 15 saves. This is, I think, in this fast and modern handball, it's almost to have now. But it's, sometimes it's difficult, normal, you don't know. But if you have a little constance, then you can very help to the team. With the team, what is the which rank you want to reach with your team in the Bundesliga? Do you think it goes up now with you in the goal? I don't know. I don't speak about this with coach and the president. What is the plan for the next year? But Erlangen is now first season in the first division, and first, okay, I don't thinking to go down. We must be in the middle of the table, but you know, maybe it's better to be more up than go down. René, die Planungen, Personalplanung, sind die jetzt abgeschlossen oder also bis auf die jungen Spieler, glaube ich, die noch irgendwie? Ganz genau. Unser Kader für die neue Saison ist dann somit komplett. Die Torwartposition war jetzt die letzte Position, die noch geschlossen werden musste, und dementsprechend froh sind wir, dass wir sie dementsprechend hochkarätig schließen konnten. Vielleicht noch ganz kurz zu Hassverter. Nächstes Jahr bleibt er dann die Nummer 1 wahrscheinlich in der U23. In der dritten Liga, will man da ihm noch ein Jahr Entwicklung geben oder wird er auch häufiger dann auch in der ersten Mannschaft auftauchen oder wie sieht's aus? Ganz genau, das ist der Plan. Wir haben uns dementsprechend auch bewusst für einen Einjahresplan mit Gorast entschieden, damit wir im nächsten Jahr alle Optionen offen halten, wie wir die Torwartposition dann noch langfristig und mit welchem Personal besetzen werden. Dementsprechend wichtig war es aber auch für die neue Saison hochkarätig und einfach konstant auf einem guten Niveau personell ausgerüstet zu sein. Und dementsprechend froh sind wir natürlich, dass da uns Gorast mit seiner Erfahrung einfach die nötige Unterstützung geben wird. Hannes Ries. Muss ich wieder vorfragen. Habt ihr ihm gestern die Spielhalle gezeigt oder hattet ihr keine Zeit? Die Spielhalle in der die Arena. Arena. Die wurde gestern anders genutzt, dementsprechend war das ein bisschen schwierig. Also hat es noch nicht gesehen? Nein. Aber auf Bildern und Videos haben wir schon Eindrücke vermitteln können. Do you bring your family also to Germany, of course? I think no, okay. But now we are very close, 600 kilometers. I have a daughter, 8 years. She goes to school, and I don't know how long I stay in Germany. How long do you play in Erlangen? 5 or 10 years? Ah, 10 sure not. I think it's everything is good, maybe 2, but I don't know. We go step by step. It's difficult to say. It's good missing. It's good. It's be good to Erlangen play 2 games for the weekend at Champions League or AHF. But okay, we go step by step. For me, it's good because it's 1 game for the weekend, and I think I can play 1 game. It's normal, no problem for me. But how much years? It's difficult to say in this moment. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke fürs Kommen. Und wir sehen uns dann nach der Pause des Final Fours in Hamburg nächste Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss.